Wir sind heute im dritten Bezirk unterwegs und lassen uns den Fußweg Plan Speedy erklären. Der Name Speedy Fußwegeplan kommt von der Bettina mit dem Hintergrund, dass man nicht nur gerne durch schöne Wege geht im Bezirk, sondern auch gerne mal schneller unterwegs ist und auch eine Abkürzung nimmt und tatsächlich als Fußgänger auch mal schneller sein kann als Autofahrer oder Radfahrer. Gehen Sie oft zu Fuß durch den dritten Bezirk? Ich bin Naturkraster, ich muss das alles erst lernen. Ah, okay. Und das mache ich auch gern, dann bin ich hier dabei. Weil es gibt echt so Hinterhöfe, wo man sich denkt, wow, hier steht noch ein alter Pavillon und wo man normalerweise nie reingehen würde. Na, ich glaube, dass es auch wichtig ist zu wissen, da darf ich rein oder da nicht, ja? Hey, du. Hallo. Matthias, komm, wir sind die Letzten. Und dann die Letzten. Immer sind wir die Letzten. Krass. Hinterhof Nummer 18, irgendwo im dritten Bezirk. Und du findest im Hinterhof irgendwelche coolen Häuser. Verdammt, ich will hier wohnen. Ich empfehle wirklich jedem Wiener und jeder Wienerin, holt euch Speedy. Es ist so schön. Wie viele Menschen passen in die Schockergasse? Das finden wir jetzt raus. Es wird eng. Aufdrücken! 25. 26. 27. Wie viel waren es? 38. Haben wir einen Weltrekord? Ich denke ja. Okay. Wir haben einen Weltrekord. Heute ist ein Feiertag in Wien in der Schockergasse. Die Gruppe gibt es schon seit 10 Jahren, solange es die Agenda schon gibt, war eigentlich die erste Gruppe, hat angefangen mit sicheren Schulwegen im Bezirk und dann hat sich die Gruppe ein bisschen erweitert und ist zur Fuß- und Radgruppe geworden. Das ist krass, was da so runtergerissen wird und was dann eigentlich dahinter zum Vorschein kommt. Ja, was habt ihr hier gefunden? Spätkeltische, frührömische Ausgrabungen und dann noch 2 Epochen später, von denen ich es nicht genau weiß. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das Gute, dass die EU-Verordnung dahingehend gibt, dass man Ausgrabungen dem Volk weiterhin zur Verfügung stellen muss. Das heißt, das kann jetzt nicht vermessen und gewogen und fotografiert und zugeschüttet werden. Und das ist toll. Das ist der Landstrasser Grünweg, der geht vom Marxer Friedhof über den Weg am Kanal bis zur Beatrixgasse und weiter zum Stadtpark. Ist da ein Plan drauf, dieser Weg? Ja, ja. Das ist ja fantastisch. Wir sind jetzt bald am Ende unseres Spazierganges und gehen jetzt in die Bezirksvorstehung. Gratulation allen, die an diesem Plan teilgenommen haben. Der ist sowas von gelungen, so übersichtlich. Er ist handlich, er ist für Groß und Klein lesbar. Er ist genau das, was ich wollte, eine Anleitung, um im Bezirk einfach zu leben und nicht nur als Durchhaus herumzulaufen und nicht zu schauen, links und rechts. Okay. Und wo kann ich ihn herbekommen? Es gibt ihn auf jeden Fall in der Bezirksvorstehung. Es wird ihn in Seniorenheimen geben. Er wird aufliegen in Schulen, in Kindergärten. Also reichlich, reichlich. Das war Ideen finden statt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns einfach irgendwo da unten auf den Knopf. Und wenn ihr weitere Informationen zu Speedy wollt, die findet ihr auch unten im Textfeld. Ich freue mich und hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Macht's gut, baba, auf Wiedersehen.